Jonamo Fleisch, der Audio- und Videopodcast rund um einen gesunden, bewussten und nachhaltigen Lifestyle. Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Jonamo Fleisch, einem Audio- und Videopodcast rund um einen gesunden, bewussten und nachhaltigen Lifestyle. Heute zum Thema energetische Gesundheit und alles drum und dran. Ich begrüße bei mir heute als Studiogast Sibylle Beer. Hallo Sibylle. Hallo Martin. Sehr, sehr schön, bist du Einladung. Da. Ja, sehr gerne geschehen. Sibylle ist ein spezieller Mensch. Sie hat ganz viele Begabungen. Sie gibt Chi-Yoga, Trilogy, kennt sich sehr gut aus in der Astrologie, kennt sich natürlich aus mit den Energien, gibt auch energetische Behandlungen, macht auch spannende Sachen mit ätherischen Öl. Also so ein schönes Päckchen, das du da mitbringst. Ist das das, was dich so ein bisschen bezeichnet? Ja, das kann man so sagen. Also mittlerweile ist es so zu einer Synergie zusammengewachsen, also zu meiner Berufung. Ursprünglich komme ich aber vom KV und von der Buchhaltung. Ich bin aber nach wie vor heute noch dankbar für die Grundlage, die wichtig ist, dass ich mein Geschäft so kann umsetzen kann, dass es auch in der physischen Welt, also in der sichtbaren Welt, funktioniert. Also ich wirke eigentlich auch so ein bisschen wie ein Transformator. Also es geht eigentlich darum, dass ich so etwas von der Grundlage in eine feinstofflichere Ebene bin gewachsen. Schön. Um das geht es ja jetzt auch, eigentlich das Feinstoffliche von der Energien so ganz auch pragmatisch und bodenständig überzubringen. Wenn man von Energien redet, dann hast du vielleicht schon mal gehört von Energiehüllen oder von Energiezentren im Körper. Und die Energien sind zwar eben nicht eigentlich so offensichtlich und auch nicht so anfassbar wie etwas Physisches, aber doch für unsere Gesundheit sehr wichtig. Vielleicht könntest du uns mal kurz sagen, wie du dir das vorstellst, die 7 Energiezentren vom Mensch und die Energiehülle, so ganz grob. Ja, das sind eigentlich eben Transformatoren, die die verschiedenen Schichten vom Mensch durchdringen. Also eigentlich es ist fast ein bisschen wie ein Verweben zwischen unseren Körpern. Also wir sind ja nicht nur der physische Körper, den man anlängen kann, sondern wir haben auch verschiedene feinstoffliche Schichten. Also was man sich vielleicht am besten darunter vorstellen kann, ist der Geistkörper. Also der Geist beinhaltet die Emotionen und die Gedanken. Und aber auch der Seelenkörper, das ist der Bereich oder der energetische Bereich, der unsterblich ist. Und die Chakras tun eigentlich die verschiedenen Schichten verweben oder durchdringen. Also man kann wie, es ist so fast wie ein Tor, wo man vom einen ins andere kann übergehen kann. Und jedes Chakra hat so ein eigenes Thema, ist für eigenen Bereich verantwortlich. Das fängt eben vom grobstofflichsten an, beim Wurzelchakra, zum feinstofflichsten, beim Kronachakra. Und es ist so ein wie bei einer Hierarchie, aber ohne Bewertung, dass das eine besser ist als das andere, weil sie alle gleich wichtig und wertvoll, aber jedes hat so seine spezifische Aufgabe, um uns in unserem Dasein zu unterstützen. Ja, bleiben wir doch gerade noch einen Moment bei diesen Chakren, bei diesen Energiezentren. Du hast von 7 Hauptenergiezentren geredet, im Körper und vom Wurzel- und vom Kronenchakra. Vielleicht gehen wir ganz kurz mal durch diese 7 durch, von unten gegen oben, um uns auch den Wirkungsbereiche, den spezifischen gesundheitsbezogenen Wirkungsbereiche von diesen Chakren oder Energiezentren ein bisschen hinwenden. Also das Wurzelchakra, das ist eigentlich das Chakra, das unseren physisch sichtbaren Körper steuert. Also irgendein körperliches Thema hat immer mit der Qualität des Wurzelchakra zu tun. Und das zweite Chakra, da geht es um die Emotionen.
Noch schnell für die Leute, wo befindet sich die Chakra? Vielleicht könntest du ja gerade einmal, wenn du bei diesem Chakra bist, jemanden zeigen, wo die liegen. Das Wurzelchakra, das ist im Beckenraum, also so am Dammpunkt, das ist der unterste Bereich des Oberkörpers. Und das Sakralchakra, das ist nachher im Unterbauch, also so eine 10 Finger breit unter dem Bauchnabel in etwa. Und vielleicht auch noch zum Vorstellen, es ist ein Chakra, das strahlt nach allen Seiten aus, also nach außen, nach innen. Es ist wirklich, hat eine Wechselwirkung. Auch wenn ich es jetzt vielleicht vorne zeige, also zum Verstehen, es ist wirklich dreidimensional in der Mitte. Und eben im Unterbauch haben wir das Sakralchakra. Das steuert unsere Emotionen. Es unterstützt uns in unserer Kreativität und in der Beziehungsfähigkeit. Und dann ein bisschen weiter oben, also oben im Bauchnabel, so im Magenbereich, haben wir das Solarplexus-Chakra. Das kennt man nur relativ häufig, weil man vielleicht mit den Chakras sich nicht so auskennt, weil der Solarplexus ist so eben die Sonnenkraft, so die Tatkraft, hat aber vor allem mit dem Denken, mit unserem Denken zu tun, mit dem Denken und Handeln. Und nachher auf der Herzebene, wie es das Wort schon sagt, haben wir das Herzchakra. Und das ist unsere Liebe, also die Verbundenheit, wo alles mit allem verbindet. Die Liebe öffnet, also die Offenheit schafft Verbindung mit der Umwelt. Und das Halschakra, das wäre das so die Kehle. Da geht es vor allem um Kommunikation. Wie stehe ich für mich selber ein und wie drücke ich das in meinem Umfeld aus? Und beim Stirnchakra, das wäre so auf der Ebene von der Augenbrauen, in der Mitte des Kopfes, da geht es um die Intuition, um die innere Stimme, um Wahrnehmungen, die nicht sichtbar, also für das physische Auge nicht sichtbar ist. Und beim Scheitelchakra, das ist das Kronenchakra, eben die Krönung von allem, wo auch so die Verbindung schafft zwischen nicht sichtbar und sichtbare, wo die höchste Klarheit überhaupt hat und einfach aus einem höheren, reinen Bewusstsein agiert. Schön gesagt. Wie ist es jetzt, wenn man ein gesundheitliches Thema hat? Sieht man das dann auch in der Gesundheit von dem entsprechenden Chakra? Ja, es ist so, dass ein gesundes Chakra, das fühlt sich kaltvoll, rein, gross an. Und die Chakras, die basieren ja auf Licht und Schwingung oder auf Ton, eigentlich auf der Ton, Klangfrequenz. Und dann hat man so das Gefühl von, es klingt schön. Und wenn irgendein Thema ist, eben in diesem Chakra-Bereich, dann tönt es oder fühlt sich disharmonisch an. Es schwingt nicht gleichmäßig, also so ein bisschen wie abgehackt. Und man hat auch so das Gefühl, es ist wie verschmutzt. Und klein. Es ist klein, aber einfach nicht kaltvoll. Es hat nicht die Ausstrahlung. Also ein gesunder Mensch hat ja eine schöne, freie Ausstrahlung. Und so kann man das Chakra erfüllen. Und dann ist die Ausstrahlung sehr defensiv. Also wenn du die Chakra eigentlich erfühlst und erlosest, so wie ich jetzt das rausgehört habe, dann siehst du, wenn jemand eben im physischen Körper ein Thema hat, dass sich dann das eben auch in dem Chakra widerspiegelt. Und gibt es da, oder welche Methode gibt es, um diese Chakra wieder in Balance zu bringen, also um die Energiezentren zu harmonisieren? Also da gibt es ganz Hüfe. Also ein Teil ist, also die einfachste Version ist, wenn man den Zugang natürlich hat, ist eigentlich die Visualisierung, die Verbindung, sich mit dem einzelnen Chakra auseinanderzusetzen, also rein zu spüren und quasi mit dem wie interagieren, also
die nötige Aufmerksamkeit schenken. Das wäre so das, was man selber am einfachsten kann machen kann. In unserem Alltag sieht aber die Realität meistens etwas anders aus. Und wenn man da den Zugang noch nicht so hat, ist es sicher hilfreich, dass man sich auch jemanden wendet, der sich da auskennt, um die ersten Erfahrungen können zu schenken. Indem das, also wenn jetzt jemand zu mir kommt in eine Heilbehandlung, dann mache ich das über die Hände und kann dem Chakra gezielt Energie zuführen und es wieder in Balance, in eine gute Schwingung bringen. Und das ist dann spürbar mit einem kaltvollen Wohlbefinden. Und das spüren alle, auch wenn sie nicht so einen Zugang haben dazu. Und so kann man das lernen. Oder was man auch kann, ist über Klang, also indem man selber tönt, die in den einzelnen Schwingungen stattfinden. Oder mit Kristallen, das hast du, glaube ich, auch schon ausprobiert. Gell? Mit Kristallen geht es auch. Und ich selber habe mich mit dem ätherischen Öl also ein bisschen spezialisiert, weil ich das sehr gerne habe. Ich bin ein sinnlicher Mensch. Und die ätherischen Öle, die wirken direkt über die Sinne und machen eigentlich empfänglich für die Erfahrung. Und das finde ich ganz etwas Schönes. Mhm. Kann man dann eigentlich sagen, die ätherischen Öle, die wirken ja in dem Sinn auf das energetische Zentrum? Haben die eine energetische Wirkung? Die ätherischen Öle, so wie ich das wahrnehme, haben eben ähnlichen Zugang oder ähnliche Möglichkeit, wie die Chakras aufgebaut sind. Also sie sind mehrschichtig. Also einerseits ist es der Duft, es ist die Wirkung der Pflanze, die sehr konzentriert ist. Und durch das wirkt es eben einerseits zum Sinnen öffnen, wo wir physisch wahrnehmen können. Und durchdringt aber immer tiefere Schichten ins Feinstoffliche hinein. Darum finde ich das Ganze etwas Schönes. Ja. Das ist spannend. Du machst ja auch so ganz spezielle Raumspray, wo du ätherische Öl, Energien und aber auch Heilsymbol quasi reinpackst. Wie packst denn du dort die Energie drin? Ja, das ist so wirklich entstanden mit meinen Interessen, mit meinen Fragen. Ja, mit meinen Fragen habe ich dann diverse Ausbildungen gemacht. Unter anderem eben das Brennig Healing, wo ich die Energiebehandlungen mache, wo ich die Chakra so gut lernen kennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei der Energiebehandlung ist es so, dass das wirkt sehr schnell und sehr gut. Nur ist es so, wenn wir dann wieder in unseren gewohnten Alltag zurückgehen und die alltäglichen Energien mit der Zeit wieder überhand nehmen, dann verdampft die Wirkung ein bisschen. Ausser man tut nachhaltig eben in seinem Leben etwas verändern oder den Chakras immer wieder die Energie zufügen, dass sie dementsprechend können wirken. Das ist mal ein Teil. Und der andere Teil war, dass ich eine mediale Ausbildung gemacht habe, weil ich gemerkt habe, da ist noch mehr als das, was ich von meinem Umfeld erfahre. Also ich habe viel so Inspirationen, die nicht recht verstanden, woher kommen die. Und so habe ich aber die mediale Ausbildung gemacht und das Ganze einfach besser lernen verstehen und wo meine Fähigkeit oder mein Talent ist. Es gibt ja verschiedene nicht nur hellseherische Fähigkeiten, wir sagen meistens das hellseherische, aber es gibt ja, genau, es gibt ja eben das hellfühlen, das hellwissen, das hellschmücken. Und dort habe ich für mich aber gemerkt, dass es das Hellfühlen und das Hellwissen vor allem ist. Und so bin ich irgendwie so reingewachsen. Es hat sich wirklich wie ergeben. Ich habe das dann für mich ausprobiert und dann im Nachumfeld und die Reaktion bekommen, dass es nützt. Also wenn ich zum Beispiel persönlichen Spray mache oder die Energie eben in das Fläschchen bringe, tue ich mir mit der
Energie verbinden, die ich rein projiziere. Also zum Beispiel, ich verbinde mich mit einem Erzengel, also mit der Energie vom Erzengel, und spüre die Energie in meinen Chakras. Und aus meinem Energiefeld projiziere ich es dann über das Herz, über meine Arme, über meine Hände ins Fläschchen. Also das mache ich sehr stark mit dem Geist, also mit der Konzentrationsfähigkeit. Und es braucht wirklich viel Konzentration, habe ich gemerkt. Also, dass man, ja, wenn man alle, also ich tue ja die Erzengel rein und die 13 Velio-Heil-Symbole. Plus, je nachdem, wenn es ein persönlicher Spray ist, auch ein Symbol von der Ingrid Auer. Und dann braucht es eine lang anhaltende Aufmerksamkeit. Mhm. Und die tue ich mir eigentlich jeden Tag mit Meditation erschaffen oder trainieren. Ja, genau. Noch gerade eine Frage zu den Erzengeln. Also ich kenne mich persönlich gar nicht aus mit den Erzengeln. Was haben denn die für Energien? Eigentlich ein bisschen ähnlich. Also kann man sich ein bisschen ähnlich vorstellen wie bei den Chakras, so wie die Chakras unterschiedliche Themenbereiche von unserem Körper unterstützen, die auch die Erzengel unterschiedliche Themenbereiche von uns Menschen unterstützen. Und so habe ich sich so aus dem Gefühl, dass der Erzengel, der am meisten zu diesem Chakra-Thema passt, nachher auch dort zugeordnet. Das sind quasi die Helfer zwischen Himmel und Erde, die einfach in diesem Spektrum uns noch ein bisschen unterstützen können. Genau. Sehr spezifisch auch. Genau, es ist eine sehr hohe Schwingung. Also die höheren Schwingungen von den Erzengeln oder von den Heilsymbolen zum Beispiel, das hat ja eigentlich den Grund, dass man wie tief schwingende Energien kann wie neutralisieren kann. Und ich finde dort das Beispiel noch ganz schön vom Licht und vom Schatten. Der Schatten kann zum Beispiel ohne Licht nicht existieren. Aber das Licht kann ohne Schatten existieren. Mhm. Das finde ich also ganz spannend, auch zum erklären, eben warum, dass, wenn du jetzt den energetischen Raumspray verwendest, dass es sich anders anfühlt, als wenn du einfach nur einen gewöhnlichen ätherischen Spray verwendest. Mhm. Das heisst also, wenn du eben dort von Energien redest, die du drin tust, sind das immer Erzengelsenergien? Erzengelsenergien plus die 13 Velio-Heilsymbole. Genau. Das haben vielleicht viele auch noch nie gehört. Ich bin bei meiner medialen Ausbildung dort dazu gekommen. Meine Ausbildnerin hat die 13 Heilsymbole gechannelt. Und ich finde, die sind ganz schön erfahrbar. Das sind alles Themen, die eine leichte Energie im Herz erzeugen. Wie eben Liebe, Mitgefühl, die Göttlichkeit, die Natur, die Heilung. Also schon nur, wenn man das Wort sagt. Also wenn ich dir sage Heilung und du denkst an Heilung, was macht das in deinem Körper? Macht es weit oder macht es zu? Das macht natürlich weit, ja, oder Liebe, genau, oder was genau, du gesagt hast. Genau. So ist ja jedes Symbol, jedes Wort, jeder Gegenstand hat eine Schwingung in sich. Und so kann man sich mit dieser Schwingung, mit dem Gefühl, mit dem Gedanken verbinden und das irgendwo rein projizieren. Ein gutes Beispiel für das wäre zum Beispiel ein Talisman. Das hast du vielleicht auch schon gehört, dass wir einen Stein zum Beispiel als Talisman verwenden. Wir können zum Beispiel auch einen Stein, der einem viel bedeutet, in die Hand nehmen und dem die Energie reinspeichern, reinprojizieren über Gedanken und Gefühlskraft, damit das dann abstrahlt, denn wenn ich vielleicht gerade nicht in einer Gemütsverfassung bin, wo ich mir die Energie schenken kann. Mhm. Spannend. Ja, so Heilsymbol, also ich kenne da vor allem die Blume des Lebens, die ja auch so ein klassisches Symbol ist, das ja auch eine Wirkung hat. Tut ja Träume harmonisieren, aber auch sonst gibt es ein harmonisches Gefühl, wenn man die neu mit anbringt oder wenn man sie sieht. Und so kann man sich das jetzt vielleicht ein bisschen besser vorstellen mit diesen Heilsymbolen, ja, die du auch rein projizierst. Okay. Und du machst eben einerseits die allgemeinen Aura-Sprays, die man sehr gut für Räume brauchen kann, um die Räume wieder neutralisieren.
energetisch oder eben reinigen. Und dann machst du noch etwas ganz Spezielles, nämlich persönliche Aura-Sprays, mhm, wo einen in den Themen unterstützt, die man gerade brauchen kann. Wie machst du die? Oder erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Ja, das ist eigentlich nur noch eine Erweiterung von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Es geht ja, der brauche ich auch die medialen Fähigkeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für dich einen persönlichen Spray mache, dann verbinde ich mich mit dir oder mit deiner Energie. Also ich stelle mir vor, ich bin dich und du nimmst eine Hand von diesem Gemütszustand ätherische Öl aussuchen. Also ich lasse mich führen, ich schaue auch nie, weil sonst kommt mir der Verstand in die Quere. Also vielleicht kann ich es hier schnell als Beispiel zeigen. Da habe ich die ätherischen Öl und die sind einfach beschriftet. Und ja, also immer so, dass sie eigentlich nur Deckel oben sehen. Und ich habe keine Ahnung, welches ätherisches Öl ist es. Und fahre dann drüber und tue, wie beim Kartenziehen, eigentlich spüre, wo zieht es mich her. Und das spüre ich recht deutlich. Und dann wähle ich 3 davon aus. Und dann mache ich das Gleiche mit dem Ingrid Auer Heilsymbol. Die habe ich hier. Die habe ich mir dann mal so eingeordnet. Das sind relativ viel. Weil die Symbole, die sind eigentlich auch wie ein Speicher von einer Energie, die, wenn ich mich damit verbinde, das dann freisetzen. Aber anhand der Symbol weiss ich ja nicht, was es für ein Thema ist. Und dann mache ich das eigentlich gleich. Ich gehe da durch und welche Energie braucht jetzt Martin gerade dringend? Und dann führt es mich her und dann suche ich 4 raus. Und am Schluss gehe ich nachher schauen, damit ich... Ich bin ja eigentlich auch eher ein weisender Mensch, vielleicht auch. Also nicht einfach nur so schwebend, sondern der Verstand kommt mir auch immer wieder dazwischen, der daran zweifelt, und dann muss ich wie eine Bestätigung haben. Und das mache ich nachher via Buch. Zum Beispiel mit dem Buch kann ich nachher schauen, welche Symbole habe ich ausgewählt und was sind das für Themen. Und dann spüre ich, passt das zu Martin. Und dann habe ich eine Bestätigung. Ich staune jedes Mal selber, wie gut dass es passt. Mhm. Und ich könnte es nachher auch wie korrigieren, aber beim Medialen ist es eigentlich immer so, dass der erste Impuls ist immer der richtige. Also sobald der Verstand sich einmischen kann, tut es das Bild eigentlich verzerren. Ist es nicht mehr rein, ja, in dem Sinne? Genau, und so passt es gut. Und bei den ätherischen Öl, da habe ich so Kärtchen zur Hilfe, die so schön beschrieben sind. Zum Beispiel beim Bergamot steht, dass das ein Öl ist, das hilft, der inneren Wahrheit zu vertrauen. Und so hat man auch schon so einen Hinweis, auf was das ätherische Öl, oder bei was das ätherische Öl uns unterstützt, mhm, in der Psyche, also in den Emotionen und in den Gedanken. Und das gibt dann so wie eine Synergie zwischen beiden, zwischen dem ätherischen Öl und dem Symbol. Das ist noch schön, da wären wir ja wieder bei der Verbindung oder eben bei diesen Qualitäten der ätherischen Öl, wo eigentlich so ein bisschen wie die Chakren aufgebaut sind, vom Groben eben auch zum Feinstofflichen. Wenn du da von diesen feinstofflichen Qualitäten redest. Ja, ich selber bin auch schon in Genuss gekommen von 2 von deinen Sprays und habe das Gefühl gehabt, die haben mich wirklich sehr unterstützt. Also ich habe sie einmal auch recht schnell wieder aufgebraucht. Ich bestelle dann demnächst den nächsten oder du die auch sehr gerne verschenken. Wie ist so das Interesse der Leute an diesen Sprays? Echt sehr, sehr gross in dem Umfeld, das ich habe und das ich kenne. Und vor allem, was mich mega schön dünkt oder für mich auch eine schöne Bestätigung ist, wenn die Leute, die einen haben, dass sie immer wieder eine neue bestellen. Mhm. Das zeigt für mich auch, dass sie das fühlen oder dass es sie tatsächlich unterstützt. Weil sonst würde es ja bei einem bleiben und dann würde es irgendwie wieder vergessen gehen oder verpuffen oder so. Absolut, das ist eine sehr schöne Bestätigung für deine Arbeit. Und ich habe ja die auch schon für meine Kinder bei dir machen und bin selber sehr davon überzeugt, weil ich finde, wenn man die Leute eigentlich drin unterstützt,
ihren eigenen Weg gehen und seine Themen anzugehen, um mehr sich selber sein, authentischer sein und sein Leben, dann ist das ja eigentlich für unsere ganze Gemeinschaft sehr von Vorteil. Darum finde ich das sehr eine schöne Arbeit und bin froh, dass du dir da auch hast können vorstellen. Danke vielmals. Es berührt mich sehr, was du sagst. Das ist wirklich so die Essenz, wo ich das Gefühl habe, für das bin ich daher gekommen. Und das ist das ganz tiefe Urgefühl, das ich schon als kleines Mädchen hatte. Und ja, dann irgendwie so das Gefühl hatte als Seele, ja, das ist so einfach, das macht man da einfach auf der Welt da so hurtig. Und dann bin ich zuerst mal echt eingestucht worden und sehr unsicher geworden und gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Und das hat sich jetzt im Verlauf des späteren Lebens immer mehr entfaltet. Und jetzt merke ich, dass es, ja, dass es allmählich auf fruchtbaren Boden stoßt. Das ist mir so wichtig, wirklich so das Herzensanliegen, einfach mehr Heilung in die Welt zu bringen. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch gerade ein wunderbarer Schlusspunkt für die Sendung über Energie und energetisches rund um Gesundheit. Ich glaube, wir haben da wieder mal sehr viel erfahren von dir, Sibylle. Merci vielmals, bist du da gewesen. Danke dir vielmals, Martin. Vielen herzlichen Dank. Namaste.